Hast du eine Lieblingsmaschine? Um eben auch mal zu zeigen, hey, so sieht das aus. Das ist übrigens nicht so öko, wie man vielleicht so vom Klischee her denkt. Hallo zusammen, ich bin heute wieder für euch unterwegs und zwar in Leipzig. Ich freue mich schon auf den Tag hier. Ich werde auf einer ganz besonderen Fete vorbeischauen und ich wechsle ins Analoge und beschäftige mich mit Druckhandwerk. Erst schaue ich mir aber die Stadt an. In Leipzig gibt es ganz wundervoll erhaltene alte Gebäude. Ich bin gerade mal 5 Minuten unterwegs und finde direkt schon das hier. Eine Statue von Goethe. Nach 7 Folgen mit Rahel unterwegs habe ich das Gefühl, der war in seinem Leben ja echt überall in Deutschland. Wusstet ihr übrigens, dass Goethe in Leipzig studiert hat? Ich wusste es nicht. Leipzig war früher Teil der DDR, der Deutschen Demokratischen Republik. Und diese Kirche, die Nikolaikirche, hat damals eine wichtige Rolle gespielt. Hier begann die friedliche Revolution der DDR, bei der die Menschen gegen die SED-Diktatur in der DDR protestiert haben. Ab 1982 haben jeden Montag in der Nikolaikirche Friedensgebete stattgefunden. Die haben sich dann zu den Montagsdemonstrationen weiterentwickelt. Und diese friedlichen Demos haben dann zum Fall der Mauer und schließlich zur deutschen Wiedervereinigung geführt. Weiter geht's zur Öko-Fete. Die steigt hier heute in Leipzig und ist organisiert von Ökolöwe, dem Umweltverein der Stadt. Hier dreht sich alles um nachhaltige Ideen und leckeres Bio-Essen gibt's auch. Hier sind ganz schön viele Stände. Ich habe eine Verabredung an einem Stand für Fairtrade und Biomode. Da treffe ich Marisa, sie ist Teil vom Fair Fashion Lab. Marisa ist Bloggerin und Podcasterin. Ihr liegen besonders die Themen Nachhaltigkeit und Mode am Herzen. Marisa, was ist das Fair Fashion Lab? Das sind auf der einen Seite natürlich ganz, ganz viele Menschen, die selber Mode machen. Ne? Also die selber eben hier in Leipzig in Handarbeit Mode produzieren und deshalb eben natürlich auch ein Interesse daran haben, dass das Thema faire Mode ja, wichtiger wird und gesehen wird. Und auf der anderen Seite sind da eben Leute wie zum Beispiel ich mit drin, die einfach ein Interesse daran haben, dass dieses Thema Nachhaltigkeit und Fairness in der Modewelt generell ein Thema wird und bleibt. Das heißt, ihr seid auch auf so Messen, Veranstaltungen und so unterwegs und genau, habt dann so Infostände. Genau, wie jetzt hier zum Beispiel, hier machen wir jetzt gerade Werbung für die Faire Modewoche Leipzig, wo wir eben ganz unterschiedliche Veranstaltungen haben, also zum Beispiel eine Modenschau, wo eben faire Mode gezeigt wird, um eben auch mal zu zeigen, hey, so sieht das aus. Das ist übrigens nicht so öko, wie man vielleicht so vom Klischee her denkt. Ihr konntet auf goethe.de und Instagram ja auch wieder Fragen stellen zum Thema Fair Fashion. Und Marisa Jack möchte gerne wissen, inwieweit denn ja, Alternativen zu Fast Fashion überhaupt bezahlbar sind für Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld haben. Also ich kann natürlich diese Frage verstehen, weil die ganz, ganz oft kommt. Gerade wenn man sich jetzt irgendwie anschaut, wie viel kostet ein Pullover bei einer großen Modekette, wie viel kostet der bei einem Fair Fashion Label. Aber es gibt natürlich Alternativen, wie zum Beispiel Secondhand, wo man eigentlich immer sagen kann, es ist deutlich günstiger, Secondhand zu kaufen. Es gibt unfassbar viel Secondhand-Kleidung. Und ansonsten gilt natürlich auch so ein bisschen, ne, ganz, ganz oft dieses, wer billig kauft, kauft doppelt. Also häufig nicht immer, wirklich nicht immer. Es gibt auch Fair Fashion Teile, mit denen man total enttäuscht sein kann, aber ganz oft gilt dann doch, okay, ich pflege das mehr, ich gebe das vielleicht eher zur Reparatur, ich trage das länger. Beim Fair Fashion Lab sind also ganz viele unterschiedliche Menschen mit am Start. Einige sind heute auch hier. Und ich darf mir ein nachhaltiges Notizbuch basteln. Mein Buch! Direkt nebenan gibt es einen Kleidertausch. Ich habe auch was von meinen Klamotten aussortiert und mitgebracht. Und darf mir dafür ein anderes Teil mitnehmen. Aber was nehme ich nur? Das nehme ich. Gute Wahl. Was ist das Allerbeste, was du jemals ertauscht hast? Das Coolste auf jeden Fall eine Jeansjacke, würde ich sagen. Mhm. Ich habe mal eine sehr, sehr schöne Jeansjacke ertauscht. Ja. Und die fand ich echt toll, weil es ist so ein Kleidungsstück, wo man sonst wahrscheinlich eher viel Geld für bezahlen müsste, wenn man es sich kaufen würde und so. Und das war schon ziemlich nett. Was sind so Sachen, die dich ganz besonders an der Art und Weise, wie wir auch mit Mode umgehen, nervt?
Also ich finde, eigentlich ist das Schlimmste, dass Mode so günstig angeboten wird und dadurch eben die Wertschätzung so verloren geht. Und eigentlich steckt da so, so viel dahinter, weil ja auch jedes günstige Kleidungsstück ist mal durch die Hände von irgendwem gegangen und wurde zusammengenäht. Und ich finde, das geht halt total verloren, wenn man irgendwie was für 1,99 kauft. Jill ist auch Teil des Fair Fashion Labs. Sie ist Designerin. Und sie zeigt mir jetzt, wie man Kleidung upcyclen kann. Was brauche ich dafür? Du brauchst als erstes mal Stoff. Ich finde es richtig cool und das Ergebnis passt echt gut zu meinem Oberteil. Dill, was haben diese oder solche Blumen, die du machst, mit nachhaltiger Mode zu tun? Naja, zuerst einmal das nachhaltigste Kleidungsstück, wir wissen alle, ist das, was wir schon im Kleiderschrank haben. Aber manchmal möchte man ja einfach was Neues haben. Man hat irgendwie schon tausendmal alles angehabt. Und das ist einfach eine Möglichkeit, um die eigenen Sachen wieder aufzufrischen, was schön zu machen, umzuändern. Man kann für die Blumen kann man wirklich alles Mögliche benutzen. Ne? Das, was du benutzt hast, ist eine Mischung aus einer alten Bettwäsche und einem Vorhang. Und das funktioniert einfach super. Es gibt viel Material auf dieser Welt. Und wenn man das neu verwendet, dann sieht es auch gleich ganz anders aus. Also beim Thema nachhaltige Mode ertappe ich mich immer wieder dabei, wie ich auch einfach selber viel zu viele Sachen in meinem Kleiderschrank habe und ganz vieles auch nicht anziehe. Aber die Tipps einfach nochmal zu hören, wie man vielleicht auch selber ein bisschen nachhaltiger werden kann, die nehme ich mir auf jeden Fall nochmal zu Herzen. Die fand ich sehr gut. Leipzig ist echt optisch eine Mischung aus total modern und alt. Das hier ist die Moritz-Bastei, Leipzig bekanntestes Kulturzentrum. In den 70ern haben Studierende aus der über 400 Jahre alten Stadtbefestigung dieses Gebäude geschaffen. Jahrelang, freiwillig und ohne bezahlt zu werden, haben Studierende hieran mitgearbeitet. Unter anderem auch die spätere Bundeskanzlerin Angela Merkel, die auch in Leipzig studiert hat. Die Karl-Liebknecht-Straße trägt den Spitznamen Kali und ist eine beliebte Kneipenstraße hier in Leipzig. Und Vintage-Shoppen geht hier auch. Wenn ich vorstellen darf, das da ist die Löffel-Familie. Diese Leuchtreklame ist ein Überbleibsel aus der DDR und eins der eher ungewöhnlicheren Wahrzeichen von Leipzig. Normalerweise leuchtet die Reklame nur abends, aber man kann sie auch tagsüber zum Löffeln bringen. Einfach eine SMS mit dem Text Löffelfamilie schicken und schon leuchtet die Reklame für 3 Minuten. Mit den SMS-Kosten unterstütze ich übrigens den Erhalt des Leuchtdenkmals. Es ist ein bisschen hell, aber ich sehe, dass es leuchtet. Also ich gönne mir jetzt eine Leipziger Lerche. Mal checken, was das Gebäck kann. Früher war hier tatsächlich Lerchenfleisch drin. Ich bin froh, dass das heute nicht mehr so ist. Heute ist es einfach Marzipan und Mürbeteig. Und es schmeckt sehr gut. Das Völkerschlachtdenkmal ist sehr beeindruckend und mit seinen 91 Metern das größte Nationaldenkmal Europas. Das Denkmal erinnert an die Gefallenen in der historischen Völkerschlacht gegen Napoleon im Jahr 1813, die hier stattgefunden hat. Man kann sogar raufsteigen. Und ganz oben gibt's eine Aussichtsplattform. Innen schaue ich mir die beeindruckende Krypta an. Und dann geht's viele, viele Stufen nach oben. Ich würde sagen, der Aufstieg hat sich gelohnt. Die Aussicht ist ziemlich stabil. Jetzt geht's weiter mit Druckkunst. Die hat in Leipzig nämlich eine lange Tradition. Im Museum für Druckkunst dreht sich alles um Papier, Tinte und Buchstaben. Hier kann man mehrere Jahrhunderte von Druck- und Mediengeschichte hautnah erleben und ausprobieren. Ich bin mit Almut Härte verabredet. Sie arbeitet hier im Museum. Hast du eine Lieblingsmaschine? Ganz vorne die Lithografie-Presse, die ist ganz schön. Das ist auch die größte, schwerste bei uns im Haus. Die wiegt 12 Tonnen und man hat früher 3 Personen gebraucht, um die zu bedienen. Und sag mal, also ich meine, ich weiß, die Leipziger Buchmesse ist in Leipzig, aber warum ist so ein riesen Druckmuseum in Leipzig? Also welche Bedeutung hat ja Druckhandwerk für Leipzig?
Also Leipzig war schon im Mittelalter ein wichtiger Handelspunkt und deswegen war auch die Messe schon immer dort, dann auch später die Buchmesse. Und es hat auch deswegen nicht lange gedauert, bis die Erfindung der beweglichen Letter von Gutenberg aus Mainz nach Leipzig kam. Also er hat es ja Mitte des 15. Jahrhunderts erfunden und schon um 1480 war die erste Druckerei hier. Und das hat sich dann sehr schnell weiterentwickelt, bis Leipzig dann um 1900 so die Druckstadt Deutschlands, wenn nicht europaweit war. Almut zeigt mir, wie viel Arbeit hinter einer gedruckten Seite damals steckte. Es musste nämlich jeder Buchstabe einzeln gesetzt werden, im sogenannten Handsatz. Dafür bedienen wir uns aus diesen Setzkästen, in denen alle Lettern einzeln liegen. Weltweit sind die Setzkästen übrigens gleich sortiert. Bis ins 19. Jahrhundert wurde Zeile für Zeile in einem solchen Winkelhaken gesetzt. Ihr konntet ja auf goethe.de und auf Instagram wieder Fragen stellen zum Thema Drucken. Und Almut, es kommt eine Frage von Carlos. Der wollte gerne wissen, ob man auf diese Teile hier jede mögliche Schriftart auch drauf machen kann. Auf diese beweglichen Lettern? Genau. Ja. Und zwar sind die ja gegossen. Und dafür brauche ich Gießformen, sogenannte Matrizen. Und die werden hergestellt für alle möglichen Schriftarten. Also heute nicht mehr, heute wird Schrift ja anders hergestellt. Aber wir haben auch hunderte verschiedene Alphabete als Matrizen hier im Haus und können die gießen. Was würdest du sagen, welche Bedeutung dann auch solche Druckereien dann eben damals hatten? Ja, also zum Beispiel die Vervielfältigung von Flugblättern oder überhaupt die Herstellung von Flugblättern war in dem Kontext sehr wichtig. Und dass so irgendwelche Informationen, Aufrufe und so weiter einfach viel schneller vervielfältigt werden konnten und unters Volk gebracht. Deswegen waren ja zum Beispiel dann auch im Zweiten Weltkrieg das Grafische Viertel hier in Leipzig, wo diese Branche quasi konzentriert war, auch Angriffen, Ziel des Bombenangriffs, um eben die Propaganda zu unterbinden. Dann geht's zur Druckpresse. Mit der können wir die gesetzten Worte drucken. Von den Druckpressen gibt es hier über 100 funktionstüchtige Maschinen. Tinte drauf, dann andrücken, drüber rollen und fertig. Wie findest du meinen Druck? Sehr gut. Was für ein schönes Museum. Mir hat das Setzen von diesen Druckbuchstaben richtig viel Spaß gemacht. Und ich fand es total spannend zu sehen, wie viel Arbeit es war, zu drucken, bevor die Digitalisierung dann kam. Das war's von mir aus Leipzig. Mich würde interessieren, was euch hier am besten gefallen hat. Schreibt mir gerne einen Kommentar unter dieses Video. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Ich freue mich aber schon auf die nächste Folge bei Mit Rahel unterwegs. Bis bald!